sind natürlich wieder ein Zeitlimit. Natürlich, logisch. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Ja, jetzt klappt man wieder alles ab. So, jetzt muss man halt hier alle, oder was heißt alle, ein paar verschiedene Anhaltspunkte abklappern, bis man halt eben rausfindet, wo dieser Mike da ist, oder wie der heißt. Ja, Mike Torino heißt er, glaube ich. Für den hat man später übrigens auch noch ein paar Missionen, ein paar viele Missionen, da wird noch ein wichtiger Charakter im Spiel und erstmal die Kiste zerbohlen. Aber Mike Torino wird noch ein wichtiger Charakter in dem Spiel, den werden wir noch kennenlernen und da muss man auch einige Missionen für den machen. Einige sehr wichtige und storybelastende Missionen, sag ich mal. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Base. Ich weiß natürlich schon, wo sie sind, aber ich weiß es nicht, weil wegen Überraschungs- und so. Überraschungsmoment und so. Da darf ich natürlich nicht so viel verraten. Ich bin fast. Oder ich bin vorbeigeschossen. Mal so lang. Und ich fahre hier irgendwie irgendwelche Trampelpfade nicht mal. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the Ach, airport. Ja, genau. Zum Flughafen. Klingt logisch. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor hier alles. Ah, Scheiße. Ausgerechnet jetzt so ein Kack-Mikro-Ruckler drin. Komm, wo bist ich? Du Arschloch. Oh yeah. Kacke. Wow. Mike's cell phone battery is running low. Okay. There's the gate and some dead security guard. Hey, this is the place. Keep the seal for that van. Ah ne, der Akku hält. Ich dachte, das Signal wäre der Akku quasi. So, jetzt müssen wir so fahren, dass das Signal stärker wird. Wenn schwächer wird, umdrehen und zurückfahren. Aber... Ja, die müssen da vorne sein. Oh shit, sollte der zerstört werden? Scheiße! Oh nein! Kacke! Stimmt eigentlich, Torino darf ja nicht sterben. Oh nee! Boah, ey. Kacke! Mach ich den Van kaputt? Ich bin halt gut, was? So schnell kann's gehen, mal sehen, kann ich jetzt damit fahren? Nein, Mann! Ficken. Natürlich nicht. Scheiße, aber auch. Die Security-Leute sind übrigens auch wieder zum Leben erwacht. Und auf den Scheiße jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Das heißt, ich probiere Wusi nochmal. Mal sehen, wie es bei dem läuft. Vielleicht läuft es ja dieses Mal besser. Wäre natürlich schon schön. Wäre nice. Nein! Oh. Komm, komm, komm. Oh, ne. Wieder ein neues Auto. Verdammt. Halt, 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 halt. Wieder viele Bullen. Oh, sorry. Sorry! Ich habe eine Idee, ich mache jetzt doch nicht Wusi. Ich mache mal wieder ein bisschen was für Nebenmissionen und nicht nur Hauptstory. Das heißt, ich probiere mal hier, da... Oh Gott, das war immer so schwer hier. Kacke. Mal sehen, hier rein, ja, kann man sogar schon machen. Oh, dieses Derby, ey. Oh, scheiße. Eins... Ich habe natürlich nicht gelesen und habe natürlich auch schon wieder vergessen, wie es ging. Aber ich glaube, man hat einfach nur ein...
Nein, oh, du Penner. Man hat einfach ein Zeitlimit. Man muss halt immer in diese Markierung fahren. Dann kriegt man 30 Sekunden Bonus, glaube ich. Und wenn man keine Zeit mehr hat, dann ist das Rennen rum. Und der Spaß überholt uns, weil er einfach ein geileres Auto gekriegt hat. 2, 1, Mission fehlgeschlagen. Schon keine Lust mehr. Aber es geht mir am Sack vorbei. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal. Wir haben ja Zeit. 2, 1. So. Solche Arschgranaten, ey. Und ich krieg wieder keinen einzigen Mann. Katzen. Da brauchst du echt Glück, dass du mal in der Nähe von einem bist. Und ich bin gerade mitten durch den durchgefahren, man hat's gesehen, und ich habe keinen Bonus gekriegt. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ey. Ich mach den jetzt kaputt, ey. Geht mir am Sack vorbei. So. Jetzt lese ich mir aber mal durch, was die da schreiben. Der Countdown für die Gesamtzeit startet bei 30 Sekunden. Fahr durch die Checkpoints, um deine Gesamtzeit zu verlängern. Die momentan erforderliche Zeit, um das Chaos Derby zu gewinnen, beträgt eine Minute. Um zu gewinnen, muss deine Gesamtzeit die Spielzeit überschreiten. Die Zielzeit. Wenn die Gesamtzeit abgelaufen ist, hast du verloren. Fahr über Icons, um dein Auto zu reparieren. Ist ja nicht so schwer. Klingt das zumindest mal. Eigentlich müsste man es ja hinkriegen, eine Kiste nach der anderen zu zerstören. Irgendwie. Aber das ist einfach unglaublich schwer, da mal einen Checkpoint zu kriegen. Da brauchst du echt Glück, dass mal rein zufällig einer von diesen Punkten da bei dir spawnt. Und jawohl, jetzt haben wir es aber geschafft. Und den nächsten. Am besten fährt man gar nicht erst zu diesen einzelnen Punkten hin. Und jawohl, durch Glück Nummer 1 gekriegt. Und jetzt nehmen wir uns direkt mal einen Schraubenschlüssel mit. Nein, oh fuck. Oh oh. Also erste Priorität hat erstmal der Schraubenschlüssel. Oh oh, jetzt sollte ich mal langsam wieder einen Checkpoint kriegen. Oh, gerade nicht so Glück gehabt. Pissig. Im Prinzip geht es einfach darum, gerade so lange zu... Ach, fuck, komm. Gerade so lang zu... stehen, bis alle fucking Karren kaputt sind. Was in meinen Augen eigentlich unmöglich ist. Anspannung pur. Dafür werde ich und hab ich auch früher immer ewig gebraucht, weil es einfach unmöglich ist. Ich warte jetzt einfach immer, bis einer durchfährt und dann hole ich mir den. Oh, direkt. Oh. Ja. Ja. So, jetzt sind da schon relativ viele Autos kaputt. Jetzt noch hier durch und dann könnten wir es dieses Mal sogar schaffen. Also sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt klaut der mir natürlich den Checkpoint weg. Egal, schaffe ich. Komm, jetzt hole ich mir den Checkpoint. Nein, Arschloch. Dafür bist du dran. Ich mach dich platt. Oh, fuck. Och, nö, Alter. Ach, fuck. Ugh.
pardon. Mein Glück, wenn ich was zu trinken da stehen habe, dann habe ich schon keine Zeit, die ganze Zeit mich aufzuregen. So, ich warte, bis einer durch das durchfährt erstmal. Und dann fahre ich nämlich hier durch. So, mal gucken, ob wir den sogar kriegen. Jawohl. Nein, verdammt. Nein, oh, da hätte ich durch müssen. Kacke. Pissig. Oh, da jetzt durch den Schraubenschlüssel durch. Und dann noch durch das hier. Sauber. Wieso kann ich nicht mehr schießen? Ja, hab ich... Oh, komm, wegen den 2 Sekunden, ey, sonst hätte ich gewonnen. Kacke, Mann. Das hab ich vergessen, ey. Man schießt gar... Ach, oh. Ich dachte eigentlich, man kriegt da selber eine Kanone, ey. Jetzt geht die Munition auch noch von der normalen Muni weg, ey. Fuck. Hätte ich das mal früher gewusst. Der da sahnt hier alles ab, so. Komm schon, Mann. Komm schon, jetzt. Ach, Alter, Alter. Ja, genau. Komm, 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 komm. Jawoll, geschafft. Arschloch. Haha, sauber. Mal sehen, was ist jetzt. Ist die gleiche Mission nochmal, oder? Nur weniger Zeit oder mehr Zeit. Der Countdown, ja, kennen wir ja schon. Bla, bla. Ja, kennen wir auch schon. Boah, 2 Minuten, um das Scheißdreck-Ding zu gewinnen. Ja, genau, okay. Nehmen wir uns der Herausforderung mal an. Ach, jetzt auf einmal krieg ich wieder Muni, oder was? Dann leck mich doch, ey. Also mein Ziel ist es jetzt nicht mehr irgendwie zu gewinnen, sondern Hauptsache den Spasten da den Spaß versaut. Ja, komm, mach. 1. So, jetzt müsste ich warten, bis die da sich die Köpfe eingeschlagen haben. Da durchfahren und diesmal schafft es keiner. Und eigentlich hatte ich ja geplant, dass die hier bei mir spawnen. Oh, mein Handy klingelt auch noch. Nö, gehe ich jetzt mal nicht ran. Kann mich am Arsch lecken. Ich habe zu tun. Muss sie jetzt mal akzeptieren. Das geht mir am Arsch vorbei. So, wir haben eh schon... WTF, bin ich da durch den Point gefahren oder was? Jawohl, geschafft. So, nur so lange durchhalten, bis alle Autos kaputt sind. Arschloch. Nein, oh mein Auge. Fuck. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt speichern und dann gehe ich ins Bett. Ich habe keine Lust mehr. Aber nachdem er das erste Mal gewonnen hat, glaube ich, steht das hier immer. Die Derby-Kiste, ne? Haben wir noch schöne Country-Musik. Und fahren ins Bett. Ins Bettchen. Weil ich jetzt auch keine Lust mehr habe, wenn ich ehrlich bin, auf das Spiel.
Aber naja. Passt schon irgendwie. Zack. Und aussteigen und speichern. Zack. Ich speichere einfach mal hier. Ja, schon wieder ein Ruf. Nein, ey, leck mich doch, ey. Der geht mir langsam echt auf die Eier. Also dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann.